Wir bewegen Koblenz. Koblenzer Verkehrsbetriebe, Ihr zuverlässiger Partner für moderne Mobilität in Koblenz. Ich gebe Gas mit Biomethan. So lautet das Motto der neuen Koweb Busflotte. Womit punkten diese Busse besonders? Da haben wir einmal die CO2-Bilanz. 1600 Tonnen pro Jahr CO2 werden durch Biomethan eingespart. Wir haben bei den Gasmotoren eine technische Reife über Jahrzehnte. Es gibt einen geringen Infrastrukturaufwand in der Werkstatt und wir haben eine relativ kurze Tankzeit. Was ist das Besondere an den neuen Bussen und den neuen Antrieben? Die neuen Busse haben ein effizientes Hybridsystem. Dabei wird die Bremsenergie in ein Ultra-Cap zwischengespeichert, temporär, und anschließend in das Antriebssystem des Busses wieder eingespeist. Die Omnibusse mit Gasantrieb reduzieren die Umweltbelastung erheblich. Insbesondere wird der Kraftstoffverbrauch, in dem Fall Gas, deutlich reduziert. Damit sinken die Umweltbelastungen, also die Luftbelastung wird deutlich reduziert. Und die Fahrzeuge sind insgesamt mit Gasantrieb auch wesentlich leiser. Warum Biomethan? Biomethan wird bei der Zersetzung von Biomasse gewonnen. Es ist eine regenerative Energie. Es handelt sich nicht um ein fossiles Gas und die Verbrennung erfolgt nahezu CO2-neutral. Wir leisten damit einen deutlichen Beitrag zur CO2-Minderung und zum Klimaschutz. Lieferant des Biomethan ist die EVM AG. Neue Wege geht man auch bei der Speicherung des Biomethan. Das Biomethangas wird in Flaschen, die sich auf dem Dach des Busses befinden, gespeichert. Wir haben dort eine Speichermenge von 300 Kilogramm. Die Reichweite der Busse beträgt zwischen 500 und 600 Kilometern. Damit erfüllt die Koweb aktuelle Umweltrichtlinien der Europäischen Union. Seit 2018 hat die EU eine Richtlinie zur Anforderung an saubere Fahrzeuge erlassen. Und die Busse mit Gasantrieb gehören demnach zu den alternativen und lokal emissionsfreien Antrieben, sofern sie mit Biomethan angetrieben werden. Wo tanken die Busse der Koweb überhaupt das Biomethan? Die Koweb hat hier auf dem Betriebsgelände in der Schützenstraße eine völlig neue Tankstelle für die Omnibusse mit Gasantrieb errichtet. Die Auslegung ist Lkw-tauglich, also größer dimensioniert, als man sie an einer normalen Pkw-Tankstelle vorfindet. Wir haben das gesamte System redundant, also zweifach ausgelegt, um bei Störungen immer noch tanken zu können. Das bedeutet, wir haben zwei Verdichter, zwei Flaschenlager, zwei Zapfsäulen und damit können wir den Betrieb dauerhaft sicherstellen. Noch im laufenden Jahr werden 6 weitere Solobusse zur Koweb-Flotte hinzugefügt, die dann aus insgesamt 35 Fahrzeugen mit Gasantrieb bestehen wird.